Leute, willkommen zurück. Team Magma versteckt. Yeah! Woo! Okay, es geht richtig ab jetzt. Die Mucke ist so gut! LOL! Are you fucking serious? Alles klar, mein Freund! Yeah. Okay. Joa, Garados. Ihr wisst warum? Bedroher? Surfer them all. Erstmal, ja, das läuft jetzt ein bisschen durch, ne? Und? Was macht ihr heute noch so? Läuft bei euch? Gut. Aha. Krass. Boah, krass. Boah, macht das viel Damage. Und Beulenhelm in dein Gesicht. Falls du einen Fokusgurt trägst. Oh, shit. Nicht dein Ernst. Okay. Scheiße. Garados. Bitte Garados. Oder Shelterer. Ah. Nein. Ich will... Ja, komm, wir switchen nochmal auf Garados. Wir haben noch nicht genug... Oh, fuck. Und, Leute? Was macht ihr noch so heute? Oh, Mann. Bitte kein Brüller. Bitte kein Brüller. Bitte kein Brüller. Oder schlagt alle in den Beulenhelm. Komm. Sandwirbel. Auch das ist nicht so geil. Oh, fuck, Alter. Jetzt ein Brüller und dann auf Shelterer, bitte. Nicht Strepoli. Komm schon. Yeah! Und jetzt werde ich euch alle vernichten. Erdbeben. Bam! Junge, auf Wiedersehen an alle da draußen. Wie die Sonne gerade voll am Eskalieren ist hier, ne? Ja. Blub, 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 blub. Fünf. Auf, ja, hole in one. So. Oder ne, alle neune. Genau so geht's. What the fuck, Leute? Und 750 bekomme ich für den Kampf? Ist das denn ernst? Oh. Ja, dann werden wir mal zum Anführer gehen. Oh shit, Mark. Ich hab so Schiss vor dir, Alter. Ohne Scheiß. Du mit deinem hässlichen Kamerupt, Alter. Deinem hässlichen Mega-Kamerupt. Ach, das ist doch schon wieder Jördes. Was will die Bekiffte denn schon wieder? Du willst jetzt aber nicht gegen mich kämpfen, oder? Schon wieder? Oh, schick. Kamerupt-Style. Ernsthaft? Alter Mädchen, du bist so druff, ne? Guck dir die mal an. Kamerupt. Oh, shit. Level 39, Alter. Er wird droppen einen Schaufler, vierfach effektiv. Hoffe ich. Gainer. Fuck you. Und Butz. Das reicht einfach nicht, Alter. Gainer. Wird ein Tempo-Hieb reichen?
probieren wir's. Ah, nein! Okay. Ja, damit schläft Strepoli ein. Oh! Stimmt. Ja, der Rückstoß. Schläft es jetzt noch ein? Ha, tut es nicht. Geil. Okay. Oh, die tut mir schon irgendwie leid. Und du lässt die jetzt einfach hier zurück. Okay. Die Frau wird einfach zurückgelassen. Die braucht er nicht. Ja. Da kommen wir aber nicht hin. Denn wir müssen erst nach Moosbach. Wir brauchen Taucher. Okay. Das ging einfacher als erwartet. Das ging wirklich einfacher als erwartet. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir das so easy hinkriegen hier. Im letzten Part haben wir einige Encounter uns geholt, also einige Wonder Trades gemacht. Dadurch natürlich auf der Box jetzt einige Pokémon, die ich sehr, sehr geil finde. Vivillon. Falterreigen Vivillon. Oh ja, Leute. Das drückt. Okay. Und jetzt machen wir uns auf den direkten Weg nach Moosbach City. Würde ich sagen. Und hier, Route 124, ist schon ein neuer Encounter. Oh, schöne Wingals. Ah, ach komm, als ob. Ich habe direkt gedrückt, Alter. Komm mal hier. Ich habe direkt gedrückt, Leute. Wollte schon sagen, ja. Ja, das ist schön. Das sehe ich gerne. Alter, wie die Sonne halt an das Gehirn ist, ey. Wir haben einen Nestball. Ich darf den Meisterball nicht werfen, Alter. Oh mein Gott. Das wäre Fail. Okay. Also gerade mit den Encountern läuft, ne? Nein. Wollen wir nicht. Ja, komm, machen wir dich mal. Ein paar Trainer mache ich schon. Damit wir ein bisschen leveln. Liebeskuss, ja, wow. Ernsthaft? Geht überhaupt Schaufler hier? Weil wir sind ja auf dem Wasser. 39. Bitterkuss. Das verwirrt uns. Interessiert mich das? Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass er mich one-shotten kann. Bodycheck. Damit sowieso nicht, Mädchen. Da kommen wir durch. Das war's mit Liebeskuss. Ja, unser Tempo-Heap-Spammer macht einen guten Job bis jetzt, ne? Ist ein gutes Teammitglied, würde ich sagen. So, und jetzt können wir nämlich die ganzen Wasserrouten hier auch noch abgehen, ja? Oh, hoppala. Was gibt's hier? Nichts Relevantes, Leute. Nichts Relevantes. Nichts, was mich interessiert. Moosbach City. Auch das ist ein extra Encounter. Die Route drüber, die Route drunter. Also die Wasserrouten gehen jetzt richtig ab, Leute. Das sind ja auch eigentlich unsere letzten Encounter so eigentlich, weil alles andere habe ich schon abgegrast. Offscreen auch und... Ne?
Unsere letzte Möglichkeit, richtig krasse Pokémon zu bekommen, die wir brauchen. Leute, wir brauchen Pokémon. Krasse Pokémon. Ich bin mit dem Team zufrieden, so wie es ist. Aber es kann nicht schaden, noch krassere Pokémon zu haben. Ne? Weil ich weiß noch nicht, ob das, also wenn jetzt alles Leben bleibt, was ich nicht glaube, bis zum Start der Top 4, ob das unser Top 4-Team sein wird. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also Gardevoir auf jeden Fall. Und Gyarados eigentlich auch. Wenn die beiden noch leben, zu dem Zeitpunkt natürlich nur. Ne? Wenn die sterben halt nicht. So, jetzt gehen wir da hoch. Denn hier, können wir hier hoch? Maybe. Und da Route 125 mal, Boys. Bitte, was? Was stand da gerade? Das ist Encounter Nummer 3. Also ihr merkt schon, die Wasserrouten. Das ist in Nuzlocke ist das halt scheiße, ne? Muss man halt auch mal sagen. Auch wenn man dann hier ein safes, eigentlich ein safes Gyarados bekommt. Auch schon vorher, ne? Angel. Ist meistens Carpador. Hat man immer die Chance auf ein Gyarados. Okay. Nee. Können wir in die Höhle da oben schon rein? Muss ich mal gucken. Ja, können wir. Die Küstenhöhle. Ja, weil ich glaube, es gibt hier Wasser. Und dann wäre das Pokémon-Fang ja deutlich einfacher, wenn wir das Wasser benutzen. Ja, okay. Habe ich eigentlich nicht vor, dir zu helfen. Ich will eigentlich nur den Encounter und dann will ich gehen. Weil in dieser Höhle kenne ich mich überhaupt nicht aus, Leute. Warum geht man eigentlich hier rein? Eisheiler. Die Sonne geht mir gerade auf die Eier. Küstensalz. Kriegen wir von dem Seegesang? Possible, ne? Gibt es hier überhaupt Trainer? Was mache ich hier? Ja, mach mal noch. Wir haben ja noch ein bisschen. Hier ist nichts. What the fuck, Alter? Hm. Sonne. Stop it. Okay, das ist ein Trainer. Was gibt's denn hier links? Leute, ich gehe einfach mal hier rein und guck mir das an. Ne? Hier war ich, glaube ich, auch damals in Rubin und Saphir nur ein einziges Mal drin. Und in Alpha Saphir und Omega Rubin noch gar nicht. Das ist tatsächlich hier Blind Let's Play gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Alter. Da kannst du wohl mit dem Fahrrad runterspringen. Du hast ein Kunstrad, Digga. Komm, ich bitte dich. Ein Fokusband. Okay. Ah, verdammte Scheiße. Oh, fuck. Wir haben kein Allrad. Das ärgert mich jetzt tatsächlich. Ah. Ja, komm. Ganz ehrlich, das ist so eine Höhle, die interessiert mich 0,0. Ja, wir auf jeden Fall machen genau das. Brauche nämlich noch einen Encounter für die Höhle. Gibt es hier schon Pokémon? Hier außen? Hier? Nein? Gut, dann nehmen wir das da. Ja, das da. Nein? Okay. Ach Gott, bin ich dumm. Warte. Kann man die Dinge überhaupt kriegen? Das sieht so aus, als ging das nicht.
Alter, Sonne, ne? Du gehst mir gerade hart auf die Nüsschen. What the fuck? Gibt's hier Pokémon hier vielleicht? What? Ah! Ja, moin! Endlich! Hier gibt's einen Seeong. Das hilft nur bedingt, ne? Merke ich gerade. So, du überlebst doch safe einen Tempo-Heap. Ja! Was heißt... Ernsthaft? Erholung. Das ist nicht dein Ernst. Das Ding kann Erholung. Okay. Jetzt ist es ein bisschen dunkel hier, ne? Aber das ist schon okay. Besser als zu hell, ne? Wo man gar nichts mehr sieht. Du schläfst. Ne? Okay. Ja. Das war es jetzt der vierte Encounter oder der dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Leute, wir können Pokémon traden ohne Ende. Aber mehr machen wir nicht. Wir gehen jetzt nach Moosbach und dann schauen wir mal, was da abgeht. Da ist auch eine Arena. Und dann, das ist schon Box 2, ne? Die erste Box ist voll. Eine Box voller lebender Pokémon, Leute. Ist das nicht geil? Ja, ich möchte den Topschutz anwenden, bitte. Wir sind auf Level 45? Habe ich das richtig gesehen? 40 und die Arena ist auf 45. Okay. Das wird doch ein bisschen knackiger, ne? Die Arena. Und ich werde nicht trainieren. Wird's ja auch spannend machen, ein bisschen für euch. So, das haben wir gemacht. Ist das ein. Natürlich ist das ein Doppelkampf. Warum frage ich so doof? Oh, bitte rape mich jetzt nicht, ihr beiden. Altaria und Kamerup. Yo! Der Schlag ins Gesicht mit Altaria, ne? Okay. Kamerup ist schwach gegen Bodenattacken. Altaria ist schwach gegen Steinattacken. Watteschild. Das nervt. Und wir verfehlen. Steinkante. Okay, wir machen nochmal Steinkante. Wir kritten es einfach weg. Drachentanz. Stopp! Bitte! Crit! Oh, das macht gar nichts. Bitte stirb einfach. Hau ab. Oh mein Gott. Okay. Das Altaria hat richtig krass aufgesetzt gerade, ne? Strepoli kann auch Steinkante. Wir gehen aufs Altaria. Fuck. Das Kamerup muss weg. Wegen Stolrak. Oh mein Gott, hör auf! Oh shit. Bitte töte es einfach. Aber das reicht nicht. Bitte crit. Oh, okay, den haben wir geflincht. So. Jetzt Tempo heben wir dich. Das müsste reichen. Es ist resisted, er ist plus 3. Es reicht nicht. Oh mein. Aber jetzt wird es reichen. Da war er greedy, der Boy. Da war er richtig greedy. Wir outspeeden Kamerup. So. Puh. Leute, das hätte gefährlich werden können, ne? Wenn Altaria hätte nur angreifen müssen. Gerade. Eisenabwehr. Das ist tatsächlich ein guter Move, ne? Der ist nicht schlecht. Nee. Hier ist zwischen das Licht. So. Ja. Wir haben die Prio. Wir outspeeden dich. Das war dumm, Altaria. Du hättest mein gesamtes Team sweepen können gerade. Okay.
Drachentanz Altaria. Weiß ich Bescheid, Kollege. Ja, ihr hättet locker gewinnen können, wenn ihr es richtig angestellt hättet, ja. Wäre durchaus möglich gewesen. Aber nicht so. So, jetzt schon wieder 20 Minuten, ey. Leck mich doch an der Sacknaht, Alter. Zeit vergeht in so einer Challenge, ne? Das ist der Wahnsinn. 20 Minuten und man hat nichts geschafft. Gar nichts. Das Erste, was wir machen, ist unsere Pokémon heilen. Alter, dieses Altaria. Puh. Dann hätten wir irgendwas dafür. Ja gut, wir hätten noch Gardevoir gehabt. Aber Gardevoir hätte nicht mehr uns bietet. Und hat physisch keine Death, ne? Das Ding hätte uns einfach weggebatzt. So, wir haben nämlich jetzt 1, 2, 3, 4 neue Pokémon, die wir jetzt traden, Leute. Bleibt dran. Okay, der Trunks aus Georgia wird uns jetzt für dieses Carpador ein richtig geiles Pokémon geben, Leute. Ein richtig geiles Pokémon. Ich sehe es. Ich sehe es jetzt schon. Es kommt gerade auf mich zu. Und es wird ein Dartiri. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ah. Muss ich gerade mal im Wiki was nachgucken. Ja. Okay. Weiter geht. Okay, Leute. Das Dartiri hat leider Brustbeater und nicht Orkanschwingen. Sonst wäre es wirklich geil gewesen. Ja. Ein Deutscher. Der gibt mir doch wieder nur Mist, oder? Sag ich ja. So, Leute. Wir haben tatsächlich noch keinen Wingull gehabt. Das überrascht mich jetzt. Ich dachte, ich kann das direkt wieder hergeben. Aber nö, wir haben noch keinen Wingull. Müssen wir behalten sogar. So, was kriegen wir denn jetzt? Das haben wir safe. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das habe ich sogar trainiert. Bisschen zumindest. Das ist ein bisschen schade. Weil das ist Level 36, das Ding, ne? Aber ich behalte es trotzdem nicht. Keine Ahnung, ich finde Magnaien nicht so geil. Auch wenn es Level 36 ist, Leute. Ein Wurmball. Oder ist das die Vorentwicklung? Oder ist das über... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es irgendwas mit Wurmball. Ja, ich glaube, es ist die Vorentwicklung. Okay. So, und jetzt noch das Sejong. Das ist unser letztes Pokémon jetzt. Und dann... werden wir ein Part... Und im nächsten Part, Leute, machen wir die Arena. Na? Oder wir tauschen das nochmal weg. Samuel. Hat im Titel drin stehen Magikarp männlich No Name. Das heißt, ich kriege einen Carpador. Oder was soll mir das sagen? Ne, ich kriege einen Pfiffchen. Das dürfen wir auch nochmal wegtauschen. So, das zweite Mal hier. Itius. Oder Dupes. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt ein Pokémon, das wir noch nicht haben. Das behalten wir. Und damit, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Part. Indem die Sonne dann weg ist. Weil ich die Jalousie runter mache. Ja, und wir machen die Arena im nächsten Part.